Was sagst du zur gerade eben gehörten Cut-Depp-Folge? Es ist schwierig. Zu viele Themen, die irgendwie angesprochen werden, aber auch wieder nicht. Wir wechseln wild von Sport, den ich eigentlich auch erwartet habe in diesem Podcast. Ja. Es gibt immer noch Leute, die erwarten Sport in diesem Podcast. War das deine Frau, oder? Nein. Vielen Dank, Benny, für diese Sprachnachricht, die er, ich glaube, an der Grenze von Montenegro nach Bosnien-Herzegowina aufgenommen hat. Aha. Auf einer langen Rückreise vom Balkan zurück nach Deutschland. Ja. Die Frau, die wir hörten, bleibt im Unklaren. Das habe ich versprochen, Okay, dass wir Grüße sie weder namentlich trotzdem. nennen noch sonst irgendwie diffamieren oder dass sie zuordnungsbar wird. Wie heißt das Wort? Ja, genau, So heißt es, so glaube wie ich, ich so, oder? ja. Wir werden sie später nochmal hören, am Ende des Podcasts vielleicht, das als Cliffhanger. Mhm. Aber ja, wir dachten uns vielleicht mal, das als Einstieg, wenn wir keinen eigenen haben, dann sollen wir andere Leute sprechen über Kadepp. Glaubst du, sie hört die Folge an jetzt? Vielleicht, wenn ihr der Tipp gegeben wird, dass es sich für sie persönlich lohnen könnte. Ach, nur die ersten 4 Minuten. Aber nur die erste Minute. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja, in den nächsten 2 Minuten von den Themen zu springen. Wir könnten jetzt versuchen, in 2 Minuten politisch, Fußball und noch irgendwas. Aber vielleicht ziehen wir das Ganze auch auf die üblichen 90 Minuten oder was auch immer. Ja, ich weiß nicht. Wir sind ein bisschen müde. Ja. Also auch so im übertragenen Sinne müde. Ich habe dummerweise heute auch wieder Sport erwartet, als ich den ersten FC Nürnberg angeschaut habe. Kam auch nichts. Also ich habe das Ganze ja heute per Radioreportage auf Radioreportage. der Fahrt von Hohenlohe nach Nürnberg verfolgt. Ja, du warst mal wieder in Feindesland. Hat es da besser ausgeschaut? Da hieß es dauernd, dass der Club doch deutlich verbessert, zumindest defensiv, ja, dieses Spiel gestaltet hat. Und dann passierten halt ein paar Dinge, warum es dann leider nicht wirklich vom Ergebnis her besser geworden ist. Aber hat sich der Kollege vom Bayerischen Rundfunk getäuscht, dem ich da zugehört habe? Mir wurde ein anderer Ausschnitt aus einer Radioreportage zugespielt. Da hieß es offenbar, Zitat, das Feingefühl am Ball ist kein Freund des ersten FC Nürnberg. Ja, reden wir gleich über Fußball heute, Ja, oder? heute reden wir mal gleich über Fußball. 0-2 bei Hannover 96, die nächste Niederlage, Platz 14 inzwischen. Und mir ist es ehrlich gesagt ein wenig wurscht gerade. Wir nehmen Okay, auf dann können wir jetzt eigentlich. am Sonntag um 16:18 Uhr. Das Spiel ist jetzt so und so viel, eine Stunde ungefähr alt. Ja. Das meine ich mit müde. Also, es Clubmüde. kommt halt, wie es kommt, wie man es eigentlich dann. Also, ich habe es ja, muss ich gestehen, ich habe es ja noch wegen schlimmer erwartet. Ja. Wie man es halt Du immer tut. hattest gar keinen Sport erwartet, heißt das. Ich habe es eindeutiger, also früher entschieden und eindeutiger erwartet. Also, bis zur 79. konnte man tatsächlich auf einen Punktgewinn hoffen. Och. Naja. Ja. Na, wenn es 0-0 steht, kann man auf einen Punktgewinn hoffen. Ja. Ja, wollen wir das ernsthaft diskutieren? Naja, wenn es unentschieden steht, kann man auf einen Punktgewinn hoffen. Glaubst Also du dann wäre es ja wirklich? sogar ein Also vielleicht nicht Punktgewinn in bei der dem ersten Minute, wenn es Stand. noch 0-0 steht, aber wenn es dann 10 Minuten vor Schluss 0-0 steht oder 11, dann. Zumal ich halt das Gefühl hatte, dass Hannover in dem Spiel jetzt auch nicht so wahnsinnig viel eingefallen ist. Also war jetzt sicherlich auch nicht das beste Heimspiel von Hannover 96 in der Saison. Nehmt mich doch noch ein bisschen mit. Ja. Ich habe es ja nicht gesehen und Ich nehme dich vielleicht. nicht mit, ich will bloß gleich mal, wir bekommen ja manchmal Zuschriften von Menschen. Manche sind uns wohlgesonnen, manche nicht. Peter eher nicht. Der hat aber analysiert, wer schuld ist am Niedergang des ersten FC Nürnberg. Darf ich diese Mail vorlesen? Ja. Ja, es ist nämlich nur Meinst du kein. jetzt rein rechtlich oder? Nee, das ist mir egal. Ich will euch bloß nicht auf die Nerven gehen. Ich habe es ja euch ja Nee, schon mal bitte. gezeigt. Aber Ihre Einstellung zum Club ist betreff, sehr geehrter Herr Kiplavi. Leider sehe ich mich aufgrund Ihrer letzten Artikel veranlasst, Ihnen zu schreiben. Ihre unterschwellige Kritik und Besserwisserei und das beginnende Wetzen des Messers gegenüber Miro Klose finde ich unglaublich feige und intrigant und vor allem ärgerlich, da viel zu früh.
da sie weiterhin offensichtlich nicht in der Lage sind, mal klar auszudrücken, woran es im Spiel der Club 11 fehlt und wo man den Hebel ansetzen sollte, werde ich nun endgültig ihre Artikel nicht weiterlesen, wahrscheinlich auch das Abo der NN kündigen. Klassiker. Den Podcast Kadepp, wo sie mit ihren ebenso düsteren, unhöflichen und unqualifizierten Kohorten, die sich nur selbst unheimlich wichtig fühlen, ein nur noch uninteressantes, ständig unterbrochenes Gewarf mit Schleichwerbung für irgendwelche Gasthöfe und langweilige Informationen über ihre zu lang dauernden Bahnfahrten, der geht an dich, Uli, Konzerte, auch an dich, Uli, und sonstigen Nonsens, der geht an dich, Golotze, loswerden und kaum noch Interessantes zum Club selbst anbringen, höre ich mir auch nicht mehr an. Dieter Hecking hat schon seit langem das unprofessionelle und vor allem negative mediale Club-Umfeld beweint und zumindest da stimme ich ihm vollkommen zu. Und wenn man andere Zweit- und auch Bundesligisten etwas verfolgt, ist Nürnberg absolut tiefste und dunkelste Provinz. Da stimme ich jetzt zu. Leider und ich sehe leider und ich sehe leider keine baldige Verbesserung möglich. Bei uns oder beim Club? Das weiß ich nicht so genau. Ein zutiefst enttäuschter Clubfan, der dem Club seit mehr als 57 Jahren die Treue hält und wesentlich positiver der Mannschaft und der Arbeit des neuen Führungsteams gegenübersteht als der primitive Journalier im Nürnberger Umfeld. Mein Rat, erstmal denken, was sie alles anrichten mit ihrem unqualifizierten Quaff und Geschreibsel. Peter. Er hat mich wirklich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Mich auch. Nein. Nee, nicht wirklich, Peter. Das geht besser, Peter. Aber Kohorten finde ich geil. Ja. Ja, habe ich jetzt immer noch nicht gegoogelt. Ich habe es jetzt gerade gegoogelt. Vielen Dank. Der 10. Teil einer Legion. Nein. Militärsprache. Ja, ja. Den 10. Teil einer Legion umfassende Einheit des altrömischen Heeres. Also in Asterix habe ich da davon auf jeden Fall gelesen. Ja, bestimmt. Kohorte. Ja. Ja. Super, dass wir noch wir sind Zeitreisende. Wir können noch in den 10. Teil eines altrömischen Heeres. Ist es jetzt was Gutes oder was Schlechtes, eine Kohorte zu sein? Gerade in Zeiten der neu Zeitreisende. Apropos, Pera Palace. Kennt ihr? Nein. Heißt es überhaupt Pera Palace? Netflix-Serie, türkische. Geht es auch um Zeitreisen und um den Pera Palast, ein Hotel in Istanbul. Und schon springen wir wieder. Ja, danke Peter. Sehr zu empfehlen. Wirklich gute Serie. Es ist inzwischen im bildungssprachlich abwertend, ist Kohorte gemeint, als Schargruppe von gemeinsam auftretenden, agierenden Personen. Mhm. Ja. Ja, das wurde uns auch in irgendeiner Mail unterstellt, ne, dass wir eine konzertierte Aktion, Lars, Dickmeier, Keplavi, ja, alle an Kloses Stuhl sägen, ja. Irgendwo eine Mail. Am Stuhl sägen. Ja. Messerwetzen. Stuhl sägen. Ja. Als hätten wir einen lieben langen Tag nichts Besseres zu tun. Ja. Wir müssen uns ja auch noch ein Glas Wasser einschenken. Oder mal Fenster kippen. Blöd zum Fenster hinausschauen. Oder halt hier dumm daherkichern. Ja. Wie sonst auch in einer anderen Nachricht. Gerade häufen sie sich wieder ein bisschen die Nachrichten, die uns unterstellen, dass wir. Wo war das mit dem Kichern? War das im. Das war im Clubforum. Im Clubforum, ne? Ja. Ich war im Rasenfunk zu Gast und durfte da nur über Fußball sprechen in dieser Woche. Kann man nachhören. Und dann schrieb einer auf Clubforum, dass es viel besser ist, wenn ich von euch getrennt bin. Ja. Und mit den Kicherbuddies. Das ist für uns alle besser, wenn wir getrennt voneinander sind. Aber apropos, der Podcast, den ich mir auch gerne angehört habe, wo du aber wirklich eine infame Lüge behauptet hast. Du hast gesagt, ja, Magdeburg hast du auch weit oben gesehen. Die hast du bei unserem Saisonvorschau-Tipp als Abstiegskandidat, hast du die betitelt. Konnte ich mich nicht mehr so genau dran erinnern. Hier nochmal. Ja, das war aber wirklich viel Fußball. Da bin ich manchmal ein bisschen überfordert, wenn es zu viel um Fussi geht. Ja. Kommt nach der Frühjahrsmüdigkeit im Herbst immer die Clubmüdigkeit, weil ihr es beide vorhin so hattet, dass ihr wegen müde seid. Ah, das erste Schweigen des Nachmittags. Ja, Müdigkeit ist ja auch oft mit Schweigen verbunden. Ja, ich persönlich warte halt jetzt einfach. Ich habe keine kriminelle Energie mehr und kann nicht mehr an Stühlen sägen und Messer wetzen, sondern ich. Naja, mal so ein Eimer Wasser über die Tür oder ein Furzkissen mal auf den Stuhl vor der PK. Nee. Wie wär's damit noch? Ich bin jetzt in einen Zustand, Agonie. Der Agonie übergegangen und werde diesen nicht mehr verlassen, ehe sich irgendwas ändert am Pfalzner Weiher. Ich möchte noch, bevor wir dann vielleicht doch nochmal aufs Spiel kommen und dann vielleicht vorher auch noch unseren Sponsor nennen, weil sonst
könnte es wieder sein, dass wir den vergessen. Mhm. Wollte ich noch zu Peter sagen, weil er dir ja vorgeworfen hat, dass du ja endlich einmal dann auch sagen sollst, was falsch läuft. Ja. Also nachdem er jetzt ja tatsächlich auch nicht nur die Artikel erwähnt hat, sondern auch im Podcast, also entweder liest und hört er nichts davon, weil... Na, aber er wusste zumindest relativ genau, um was es alles so geht. Ja. Also muss es ja irgendwie ankürzen. Ja, dann hätte er aber auch vielleicht sehen oder hören können, dass da auch ab und zu drinsteht, was fehlt. Ja. Aktuell im Spiel. Das war das eine und was glaube ich auch Peter. Häufiger nochmal durchkam, sowohl bei Peter als bei anderen, ist dieses, ja, das ewige Thema, das Umfeld und vor allem natürlich die Journalier hier und Journalier ist auch sehr abwertend. Ja. Viel Kohorten. Ja. Mhm. Journalisten, Kohorten. Ja. Systempresse. Ja, in den alten Medien. Also sind wir schon wieder politisch. Ja? Machen wir wegen Politik, oder? Ich hätte auch noch Gastro, aber... Ja, alles hätte ich heute auch noch. Also, der Vorwurf war ja auch so, es wurde doch quasi jetzt um Geduld gebeten, dass man mal in Ruhe was aufbauen muss und wir haben sie wieder nicht und wir würden sozusagen so früh den Trainer kritisieren und so weiter. Ich glaube, es ist natürlich auch Definitionssache. Also wenn der Sportvorstand zum Beispiel bei seiner Antrittsrede davon gesprochen hat, dass man Geduld haben muss, dann ist damit, glaube ich, zum Beispiel gemeint, dass man jetzt vielleicht nicht in der Saison und vielleicht auch noch nicht in der nächsten um den Aufstieg spielt. Und ich glaube, das würde hier auch keiner erwarten, verlangen, was auch immer. Sondern es geht aber trotzdem, glaube ich, darum, dass man innerhalb von so einer Saison trotz des großen Umbruchs irgendwann dann mal Fortschritte sieht. Und darüber reden wir ja und nicht davon, dass der Club jetzt Futter sein müsste nach diesem Sommer. Dass der Club jetzt Futter sein müsste. Oh. Das ist auch ein Folgentitel. Ja. Warum der Club jetzt Futter sein müsste. Ja, nämlich. Das wird also einige triggern. Wobei die Clubmüdigkeit vielleicht auch noch einen schönen Titel gibt. Aber findest du auch erstaunlich, wie zwiegespalten die Menschen offenbar noch sind. Also auch auf die Berichterstattung letzte Woche, da gab es sehr viele zustimmende Kommentare und Zuschriften und aber auch welche, die richtig böse sind und das überhaupt nicht verstehen, wie man denn jetzt schon Miroslav Klose kritisieren kann. Ich habe da wirklich auch nochmal drüber nachgedacht, ob man immer dann zu schnell ist, aber erstens, nicht wir machen die Leistungen der Spieler und des Trainerteams und zweitens, habe ich vergessen, was zwei deine, sag mal deine Top 3 der Argumente. über das erste Kamerasenden hinaus. Ah, schon wieder so sensationell. Spezifiziert ist Peter raus. Ja, und die unbekannte Frau auch. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich meine, andere Mannschaften hatten auch Umbrüche im Sommer. Also, ich habe halt das Gefühl, dass viele so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist so ein Kleinkind-Trotz. Ja. Also die wollten jetzt einfach... Das ist gut, heute starten wir mal richtig mit HörerInnen-Beschimpfungen, ja. Das Nein, ist gut. Es wollten ja halt, es haben sich viele, und auch wir haben uns ja gewünscht, dass das gut wird. Also es hat auch keiner von uns gesagt, jetzt hoffentlich, ne, geht es schief und... Wir haben gebettelt, dass es gut geht. Naja, ich habe so in manchen Wettbüros habe ich was... Aber es gibt immer noch viele Menschen, die platziert. Irgendwie immer noch finden, dass es ein... Es ist Blasphemie, ist überhaupt den Weltmeister zu kritisieren und was uns überhaupt einfällt und die halt unbedingt wollen, dass das funktioniert und dann halt die Überbringer der bösen Nachricht steinigen. Ja. Dass es halt wahrscheinlich nicht gut geht. Das ist jetzt nach dem altrömischen Heer, ja. Sind wir jetzt im alten Griechenland, ja. Dass der steinigen. Bote. Ja. 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 Ich glaube, das haben wir auch schon öfter mal erklärt hier, dass es, weil immer alle denken, dass gerade so Sportjournalisten eigentlich nur darauf warten, dass es schlecht läuft, weil sie sich dann wohlfühlen und gerne kritisch schreiben und so weiter. Ich glaube. Grüße an Michael Fischer. Für der Flachpass. Respekt ist keine Einbahnstraße. Aber ich glaube, wir haben es schon öfter gesagt, es ist eigentlich eher umgekehrt. So, wir wollen natürlich möglichst objektiv sein, aber natürlich sind wir vielleicht hier aufgewachsen und betreuen halt einfach jetzt schon seit sehr langer Zeit die Vereine hier und diesen Verein hier. Und dann wünscht man sich eigentlich schon auch gerne mal, dass man einfach mal wieder über erfolgreiche Zeiten schreiben würde oder einfach über schöne Spiele oder was auch immer. Und nein, wir warten nicht bereits zwei Tage vor dem Start der Sommervorbereitung darauf, dass alles schief läuft. Also. Und wie du richtig sagst, keiner hat jetzt erwartet, dass der Club jetzt nach 6 Spieltagen mit 7 Punkten Vorsprung die Tabelle anführt und alles super funktioniert. Das hat ja kein Mensch erwartet, aber so wie es gerade jetzt läuft, hat es halt auch keiner erwartet.
Naja. Wir schon. Wir schon. Erwarten wollen. Ja. Werbung? Guter Zeitpunkt vielleicht. Auch für uns nochmal ein Neustart. Ja. Danach vielleicht keine Hörerbeschimpfungen mehr oder so. Nee, aber andere Beschimpfungen habe ich noch. Ja, da kommen noch einige. Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Wir waren diesmal zu schnell für Felix Wenzel. Oder er ist müde. Es gibt kein Spieltagsgericht bis jetzt, 16.30 Uhr. Wenn es noch kommt während der Aufnahme, reichen wir das natürlich live nach. Aber vielleicht will man auch einfach nicht dichten nach so einem Spiel und nur noch dicht sein. Selbst die Dichter werden von der Clubmüdigkeit erfasst. Ja. Das Land liegt am Boden. Nicht mal die Poeten und Poetinnen. Weil Uli gerade noch auch mal andere Rückmeldungen angesprochen hat, möchte ich gerne den Harald noch erwähnen. Mhm. Der uns, glaube ich, hat er uns nach der Pressekonferenz geschrieben, dass er meinte, er hat nicht ganz verstanden, was Miroslav Klose da eigentlich sagt und die These aufgestellt, vielleicht geht es ja seinen Spielern auch so, dass sie einfach nicht genau verstehen, was er will. Wissen wir nicht, ne? Wir sind nicht in der Kabine drin, um das nachvollziehen zu können. Es wirkt auf dem Platz ein bisschen so, wenn man mal ehrlich ist. Aber ja, lass uns mal über dieses, wobei ich muss nochmal auf, wie hieß der Typ, der uns beschimpft hat? Peter. Nee. Mhm. Ja. Weil dann auch irgendjemand schrieb, dass es schwer zu verstehen ist, wie man, so wie wir über die fränkischen Gasthäuser sprechen, das als Schleichwerbung bezeichnen kann, weil wir ja nicht immer gut waren. Und ich war am Wochenende mit meiner Tante und ihrem Mann, die aus München zu Besuch waren, im Steichele. Das ist mir Innenstadt, Weißer Turm, Nürnberg. Mhm. Unter anderem von Peter Mayer, der letzte Woche mal beim Clubtraining war, als ich auch beim Clubtraining war, als das beste fränkische Restaurant innerhalb der Stadtgrenzen empfohlen wurde. Und es war eine Enttäuschung. Oh. Ja. Wirklich. Also ein okayes Schnitzele, dafür Schnitzel, ein Schnitzele. Ein Schnitzele im Steichele. Ja, war wirklich, also ich war im Schwäbischen. Overrated. Oder Fränkischen, je nachdem. Overrated. Weil ist das Sterneküche? Oder? Nö, einfach nur eine fränkische Gaststube, die für ihr Schnitzele berühmt sind. ja, also enttäuschend. Apropos Gastro, wir haben heute überhaupt kein Bier, ne? Nee, mir ist heute auch nicht so. Warte mal, genau. Danach ist uns mehr. Du trinkst irgendwas mit Kirsch? Ja. Ich tatsächlich auch, weil dieses Mineralwasser im Dings. Okay, das hat mir keiner gesagt, dass wir heute Kirsch trinken müssen. Irgendwas ich trinke Apfel-Waldfrucht, wenigstens nicht wieder, was hatte ich da mal, mit Apfelessig? Oder ja, irgendwas sowas, ja, ganz seltsam. Das ist diesmal. Mir hat man da Wasser rausgelassen, weil ich es verpeilt habe. Ich stand zwar am Automaten, aber... Hast du gedacht, die werden schon ein Bier mitbringen? Bin auch müde, ja genau, ich habe mich drauf verlassen. Wo warst du gestern, Uli? Gestern? Mhm. Bei der Club U23. Und danach? Danach war ich in der Desi. Was hast du da gemacht? Das wird Peter jetzt nicht sonderlich interessieren, ich war auf einem Konzert. Mhm. Von? Das war ein kleines Festival, Bunker Rituals heißt es. Okay. So düsteres Zeug, passend zur Gesamtlage. Mhm. Passend zum 1. FC Nürnberg. Demo war gestern auch noch an Gostenhof, Free Hanna übrigens. Was hast du am Samstag gemacht, Golotze? Du warst beim Basketball. Ich war beim Basketball, überraschenderweise. Du hast die Geburt einer neuen Nürnberger Mannschaft gesehen. Ein bisschen zumindest vielleicht. In der Rinderzüchterhalle. Mit diesem Schlagwort sollte man oder diesem Satz sollte man vorsichtig sein. Danach ging es meistens bergab. Ja, ich war in Grüße nach Hohenlohe, wo wir irgendwann mal festgestellt haben, dass uns auch viele Menschen zuhören, nachdem wir sie durchbeleidigt haben und dann Grüße. Überproportional viele Rückmeldungen kamen. Ich war quasi in Crailsheim, aber eigentlich war ich nie so wirklich in Crailsheim. Ich war in Ingersheim, etwas südlich von Crailsheim, und diese Arena steht in Ilshofen, was auch nochmal ein ganzes Stückle. Dass das nicht Ilsheim heißt, ist jetzt ein bisschen enttäuschend. War für mich auch enttäuschend. Hätte ich auch beinahe einmal geschrieben. Dass die Arena in Ilsheim steht, in der Rinder-Auktionshalle. Mhm. Und habe da die Crailsheim Marlins gegen die Nürnberg Falcons angeschaut. War ein munteres Spielchen, nette Halle. Du hast es am Stream verfolgt, Fadi, und hast, glaube ich, wie hast du es heute schon genannt, die Decken...
Die Dachkonstruktion oder Deckenkonstruktion. Ja. Ich fand, es ist wirklich eine schöne Halle. Ja, fand ich auch. Also ist mal was anderes. Ja. Nicht so 0815. Nee, oldschool, so Holzsitzbänke, wo die Leute drauf saßen. Ein Oval ist es außerdem noch oder ist es sogar rund? Ja, so ein bisschen. Also Fahrrad-Weltmeisterschaften, Bahnradfahren könnten wir jetzt nicht abhalten drin, aber. Aber wenn die Rinder ein wenig im Kreis laufen wollen, ja, dann geht's. Dann geht's. Und das ist ganz lustig, ich kam rein. Auf der Flucht. War da noch nie. Und hab dann wenn die Metzger die Messer wetzen, das, ja, Entschuldigung. Oder an den Stühlensägen der Rinder. ich habe gefragt, wo ist denn hier der Presseplatz? Ich habe es einfach nicht gesehen und dann wurde mir gesagt, die sind verteilt, alle vier so quasi in den Ecken, in den Kurven so drin sozusagen. Mhm. Das war sehr interessant. Also ich saß, hatte dann direkt auch die Fans im Nacken. Die Nürnberger Fans, die Neues-Blockers? Die Karlsheimer in meinem Fall. Mhm. Okay. Ja, musste dann auch ein bisschen über Schiedsrichterentscheidungen diskutieren während des Spiels. Gut. Aber ja, nee, war ganz nett. Nächste Woche haben sie Heimspiel gegen Tübingen, Bundesliga-Absteiger. Kommen da die edlen Brüder wieder vielleicht vorbei? Ich habe auf jeden Fall vor, meine Saisonpremiere zu feiern. Am Sonntag ist es, glaube ich, um 15 Uhr. 15 Uhr in der Kia Metropol. Da mal etwas anderes zu tun haben. Ach ja, stimmt. Ich habe irgendwie das nächste Wochenende so als Länderspielpause schon wieder abgespeichert. Aber der Club gegen Münster am Samstag. Am Tag zuvor. Ja, okay. Dann werde ich wahrscheinlich nicht zum Basketball gehen. Am Sonntag, sondern hier mit euch flätzen oder am Pfalzener Weiher auf Aufsichtsräte warten oder was weiß ich. Oder gehst nochmal an den Schleifweg. Das hat mir sehr gut gefallen, wie das der Uli in der letzten Folge beschrieben hat. Das wäre eigentlich auch mal cool, einfach so mal an einem 20 Tag, years an dem later. Alle an Pfalzener Weiher gehen, stellst du dich einfach mal an den Schleifweg und dann kommt der Aro raus und sagt, ich habe gerade einen Trainer rausgeschmissen. Ich habe mir in dem Moment, als ich es gehört habe, letzte Woche in euren Podcast, dachte mir, Schleifweg, das ist doch bestimmt Großreuth hinter der Feste. Hab dann aber nachgeschaut, es ist Aibach. Wo steht's? Nee. Aibach ist doch, Schleifweg ist doch auch Nordstadt, oder? Ja, das ist die nordwestliche Außenstadt. Ach stimmt, das Hotel war in Aibach, das Aro-Hotel. Ja. Da waren wir auch schon. Bringt es durcheinander. Das muss auch noch, wenn wir schon bei Trainerentlassungen sind, René Weiler haben wir vergessen, wir beide. Ja, habe ich vergessen, wurde ich auch mehrmals darauf hingewiesen, dass auch René Weiler nicht entlassen wurde, sondern freiwillig gegangen ist. Freiwillig gegangen, zermürbt vom Kampf mit Martin Bader. Ja. Ja, den muss ich gestehen, den habe ich auf die Schnelle nur mal überflogen und der ist mir durchgerutscht. Ja. Ja. Man kann schon mal durcheinander kommen bei all den Trainern, die der Club so. Auf Platz 4 liegt der 1. FC Nürnberg in den letzten 10 Jahren, was Trainerentlassungen betrifft, mit. Ich habe sie Lautern, Schalke 14. War davor. Ja. Schalke war, glaube ich, auf Platz 1. Und vielleicht der HSV oder Köln? Ich würde fast auf den HSV tippen. Ne? Ja, ja. Dieter Hecking war da immerhin ein Jahr. Das zeugt doch von einiger Genügsamkeit. Grüße. Also machen wir jetzt Fußball. Ich will heute 4-0 schnell hat die U23 gewonnen, war ein schönes Spiel. Also wenn ich das auch nochmal erwähnen darf. Ja. Wie haben denn die Clubfußballerinnen gespielt? Die haben auch gewonnen heute. Ja. Ah, gegen Borussia Mönchengladbach. Geht doch noch was beim Club. Ja. Ja, die steigen auf. Sie sind jetzt, glaube ich, Zweiter. Erster Heimsieg heute, ne? Erster Heimsieg nach einem Unentschieden gegen Union und einer peinlichen Niederlage gegen Andernach, was aber vielleicht dem großen Umbruch geschuldet ist. Sonst noch Ergebnisse? Das wäre schön, jetzt der Ergebnisblock. Ja, Namen und Zahlen. Ich finde tatsächlich heute, weil ich dann ja normalerweise habe ich dann immer nicht so den Blick für die anderen Spiele, aber wenn man so im Auto sitzt und aus der Prärie Hohenlohe hier rüber reitet, dann auf einem Rind. Auf einem Rind, das man gezähmt hat, dann hört man ja auch ein bisschen mehr so die anderen Spiele. Und es ist tatsächlich schon immer wieder unterhaltsam, wenn dann plötzlich halt irgendwie Elversberg in Berlin 4-1 so führt oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie es ausging. 4-1 für Elversberg. Ja, okay. 4-4 in Köln. Ja, und man hier vorher noch geschrieben hat, naja, gut, gegen die Berliner kann man schon mal verlieren als Club. Und dann gewinnt halt wieder Elversberg in Berlin. Und dann spielt irgendwie Köln gegen Karlsruhe. Und da steht es dann mal 3-0. Und dann steht es irgendwann 4-4. Und also diese zweite Liga ist verrückt. Nur der Club ist relativ konstant auf niedrigem Niveau. Ja, ich will noch was erzählen von der U23, wenn ich schon den ganzen Nachmittag rumhänge, muss ich das auch irgendwie im Podcast ganzen Nachmittag, ich bin auch 90 Minuten, oder? Ja, aber das Vor- und Nachspiel dann immer. Ja.
Läuft die Aufnahme eigentlich noch? Da gab, ja, schau mal, läuft die noch? Ja. Ja, gab es im mittleren, klar, wusstet ihr das, die Laura, Grüße, hat als Stadionsprecherin ja die Aufstellung durchgegeben und hat dann den FC Eintracht Bamberg genannt, worauf sie dann wüst beschimpft wurde von irgendwelchen Bamberg-Fans. Das heißt FC Bamberg. Also offenbar ist das auch so ein... Nimmer Eintracht? Ja, das ist so ein Konstrukt, also so ein Fusionskonstrukt. Irgendeiner, ich weiß nicht genau, irgendeiner von beiden war insolvent und das ist so irgendwie Kräuter Fürth. Wer war da insolvent? Nein, ich meine, dass man den einen Bestandteil des Namens nicht nennen darf. Mhm. Wusste ich aber auch nicht. Mhm. Ich kriege mehrere WhatsApp-Nachrichten. Gerade eine von Christine, ebenfalls Fürther Fachpass. Eine Trainerentlassung. Kräuter Fürther Flachpass. Kräuter Fürther Flachpass. Fürther Cover ist gerade. Mhm. Geht ihr da hin? Auf jeden Fall. Ja. Ich auch. Ich finde sie nicht so geil, wie die Fürther selber die Cover finden, aber sie ist okay, finde ich. Und ich bin da, seitdem ich ein kleines Kind war, immer. Ich tatsächlich nicht. Dass du ein ganz kleiner Bub warst. Ja. Nahm dich dein Vater mit nach Fürther. Nahm ich meine Oma mit auf die Fürther Cover. Schreibt, eine Trainerentlassung vor dem Derby ist ein unfairer Wettbewerbsvorteil. Grüße? Nein, weil erst der FC Nürnberg. Glaubt ihr, die Trainerentlassung gibt es erst? Wir hatten doch schon mal, war Weinzierl nicht auch das erste Spiel damals, das Derby? Nee, Weinzierl war das letzte. Ich kann mich erinnern, dass ich nach diesem... Irgendein Trainer war doch auch das erste Spiel dann das Derby. Hm, habe ich auch so im Hinterkopf. Aber da verließen sie mal wieder das Gebiet ihrer... Nee, ich glaube, Alois Schwarz ist nach dem Derby entlassen worden. Und Markus Weinzierl. Oh, jetzt kommen wieder die guten Minuten hier im Podcast. Ja, also so habe ich es in Erinnerung. Ich kann mich erinnern, dass Jens Keller mit dem Derby angefangen? Also irgendeiner hat mit dem Derby angefangen. Jens Keller. Ich glaube, es war Jens Keller. Jens Keller habe ich versucht zu verdrängen. Wie ja, und vor allem hatten wir jetzt eine Minute, in der Alois Schwarz, Markus Weinzierl und Jens Keller, jetzt finde ich, macht Miro Klose eigentlich doch wieder ganz geile Arbeit. Ja. Stimmt. Also. Okay, wir ändern unsere Agenda. Ja. Unsere konzertierte Aktion. Also, Michael Köln hat sich bei mir beschwert. Ja. Ja. Über dich oder? Nein, nicht über mich. Aber wollen wir die Zeit stoppen, wann der Uli das erste Mal gesagt hat, ich erzähle jetzt von der U23, bis es dann zur Aufführung kommt? Ja, warum? Der Eklat war doch schon, oder? Das ja, ja, Thema das ist doch abgehakt. Ach so, das war alles, was du dazu... Okay. Ja. Wollte ein Lokalkolorit bringen. Ja, schön. Ja. Grüße nach Bamberg, die uns da hören. Wo die Preise in den Wirtschaften noch in Ordnung sind, sagt auch wiederum Peter Mayer. Was ich ihm jetzt nur so halb glaube nach diesem Steichele-Fail. Haben wir jemals zur Gastwirtschaft so schlecht dastehen lassen? Wie Steichele? Ja, das ist so etabliert. Das ist so, wie wenn man Dieter Hecking kritisiert oder sowas. Also man darf nicht... Du unterläufst da gerade meine Marketing-Ideen für diesen Podcast. Man darf nicht den 18-jährigen Innenverteidiger beschimpfen, aber den Sportvorstand darf man beschimpfen und dann darf man auch einmal dem Steichele sagen, dass das jetzt nicht so ganz geil war. Es war ja okay. Aber ich hatte, ich bin mit großen Expectations reingegangen. Ja, Expected Goals. Ja. Waren höher. Ist das Steichele der Club, wenn es ein Restaurant wäre? Apropos, du hast großen Erwartungen reingegangen. Erste FC und das Café ist. Der Band haben wir auch noch. Ja, genau, das habe ich mir jetzt endlich mal überlegt. Oh, ich habe nicht drüber nachgedacht. Was der Club wäre? Ja, wir können ja jetzt jede Folge einer sagen. EAV hat mir schon mal jemand geschrieben. Mhm. Was zumindest vom Titel her ganz gut passt, erste allgemeine Firma. Ich habe nicht lange drüber nachgedacht, sondern ich habe einfach vorhin, habe ich das nochmal gesehen, meine Notizen, und dachte mir ganz spontan, der Club ist Weezer. Weezer? Ja, 2,5 erste grandiose Alben und dann sehr nachgelassen. Mhm. Also wenn man das jetzt auf die Historie... Sehr spätestens nach dem roten Album, oder? Haben sie dann... Ja, ich weiß gar nicht. Ja, das Blaue und das Grüne und das Maladroid. Geht auch noch und dann. Ich fand das Rote aber auch noch okay, aber. Das Grüne war das Dritte, das finde ich auch noch okay, aber das du Blaue. Du fandst ja einen Club unter Robert Klaus okay. Also das Robert Klaus ist so das rote Album von Wieser praktisch. Ja. Na, genau. Na, Robert Klaus ist das grüne Album von Wieser. Na. Schreibt uns. Doch. Die A-Seite vielleicht. Helft uns aus diesem Dilemma. Seine zweite Saison war die A-Seite. Ah. Und dann. Ich weiß nicht, ob. Jeder Club ist irgendein. Mir fällt jetzt gar keine ein, aber irgend so eine Band, die halt in den 60ern eigentlich mal ganz geil war und dann aber irgendwie nach der Reunion und zwei sind gestorben. Nur noch in fränkischen Tanzsendern jetzt auftritt, wo kaum mehr Leute kommen und halt ihre Oldies immer wieder spielen, aber halt schlechter. Mich irritiert, dass da drüben jemand am Dachfenster ist und uns zuschaut.
Hat er eine Knarre in der Hand? Nee, sie. Naja. Ah, jetzt ist sie fort. Hm. Naja, besser ist es. Ja. Ja, nee, sonst Band. Na, du kannst dir mal noch überlegen, das zieht sich jetzt ja auch schon über Wochen, diese Frage, wenn der Club eine Band wäre. Ja, vielleicht ist er auch einfach nur Alleinunterhalter. So mit so, einem, so einer Drehorgel. Ja, der so irgendwann einmal einen Hit hatte und dann jetzt halt so über Volksfeste tingelt und auf Hochzeiten auftreten muss mit. Ja, aber es überzeugt mich selber nicht. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Hm. Ja. Wo waren wir jetzt? Beim Sponsor, bei der U23? Wir sind schon wieder, oder? Auf irgendeiner Meta-Ebene angelangt. Läuft die Aufnahme noch? Die läuft noch, aber wo wir da jetzt herkamen, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Wie bin ich denn auf Steicherle wieder zu sprechen gekommen? Naja, egal, dann machen wir halt jetzt Fußball nach knapp einer halben Stunde. Finde ich das ganz okay. Ah, Entlassungen, das war's. Und dann über Dingsbums und Dingsbums. Glaubt ihr, dass Miroslav Klose jetzt in dieser Woche nach dem 0-2 in Hannover schon entlassen wird? Nö. Es klang ja zuletzt so, als würde man ihm die Zeit geben bis zur Länderspielpause, um da noch was zu verändern. Und laut der Radioreportage und dem, was ich in der ersten Halbzeit ein bisschen gesehen habe, noch bevor ich auf die Autobahn fuhr, waren ja zumindest vielleicht leichte Fortschritte zu erkennen. Aber darüber können wir jetzt ja reden. Ja, andererseits habe ich von irgendjemandem in diesem ersten FC Nürnberg mal gehört, dass es aus diesen beiden Spielen Hannover und Münster schon besser 4 Punkte sein sollten. Lass mich mal eine Aussage, ich war nicht so gut in Mathe, aber eine Aussage, die möglich? Ich dann nicht irgendwo hinschreiben dürfte, aber sagen also kann ich es ja. 7 Punkte aus den Spielen seit Ulm, ne? War irgendwie die Ansage, glaube ich, oder? Genau. Ja. Es waren dann nach Ulm und Hertha 3. Das heißt, es hätten jetzt 4 aus dem Spiel gegen Hannover und gegen Münster. Steht der Club immer noch bei 3? Was glaubst du denn? Du hast es noch nicht beantwortet, du hast nur die Frage gestellt. Ich bin vor ungefähr einer Stunde, dachte ich mir noch, auf keinen Fall. Inzwischen bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob nicht noch während unserer Aufnahme irgendwelche Eilmeldungen aufploppen auf dem Handy. Ja, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Wenn dann mit etwas mehr Ruhe am Montag, aber ich irgendwie habe ich das Gefühl, aber warum? Warum sollte man jetzt Münster noch? Naja, gut. Also wenn das jetzt irgendwie 0-5 vollkommen desolat sich ergeben, dann vielleicht, aber das war es ja nicht. Also ich, so blöd wie es klingt, das war eigentlich ein relativ normales Auswärtsspiel für den ersten FC Nürnberg. Wir fangen mal von vorne an. Nick Seidel stand in der Startelf, gab sein Profidebüt, Innenverteidiger, weil Finn Jeltsch verletzt ist, gar nicht angeschlagen. Mitgefahren ist. Ich esse jetzt so ein Muffin, während ihr mal das Spiel erwähnt. Mahir Emrili, Startelf-Debüt. Das war erwartbar. Danilo Soares zurück in der Startelf. Und André Karafiat. Karafiat, auch Startelf-Debüt. Ja. Und wichtiger Florian Flick, nee, das wollte ich jetzt gar nicht damit sagen, aber Florian Flick war nicht mehr in der Startelf. Nee. Das war nicht wichtiger, sondern wichtiger war, dass Miro Klose mal wieder in einem neuen System hat spielen lassen. Diesmal eine Dreierkette, die wir Fünferkette nennen werden ab mit jetzt. Mit drei richtigen Innenverteidigern vor allem. Mit drei richtigen Innenverteidigern, Karafiat, Knoche und Seidel. An den Seiten Soares links und rechts Willassen. Und davor im defensiven Mittelfeld postiert Kasper Jander und Jens Kastrop. Was sich dann relativ schnell herausgestellt hat, ist, dass das genau 7 Verteidiger sind, die der erste FC Nürnberg da aufgestellt hatte, der keinerlei Interesse daran hatte, irgendwie nach vorne zu spielen. Geht ihr da mit? Ja, ich glaube, das war aber wirklich auch der Plan. Ja, es war der Plan eines unterklassigen Teams im Pokal gegen einen... ins Elfmeterschießen zu kommen. Ja, exakt. Und das hat man dann geschafft, 78 Minuten zu verteidigen. Und dann kam es Elfmeterschießen. Das hat man leider verloren. Ja, sehr schön. Das hat sich ja damit Spielanalyse vorbei eigentlich. Und also was ich damit sagen will. Kann man essen, den Muffin. Sage ich mal mit vollem Mund. Ja, fand ich auch. Wirklich sehr gut gelungen. Gib's weiter zu Hause. Der Club hatte in der ersten Halbzeit so nach 18 Sekunden so eine Halbchance, nachdem Emrili nach einem hannoverschen Fehler abschließt. Und danach kam einfach gar nichts mehr.
Und das fand ich bis zum Schluss wieder bis peinlich. Ja, ich habe manchmal so Szenen gesehen, so zum Beispiel einen Konter, der dann aber halt eigentlich schon wieder im Entstehen scheitert ganz, und so. Ganz furchtbar. Also die Konter, er hat ja mal mit dem Ansatz so Ballgewinne, wo es dann mal noch schnell nach vorn ging und dann bleibt halt einer hängen oder spielt den Pass halt wieder ins Leere oder kann den Ball nicht stoppen. Also das ist schon. Weil ich fand, dass Hannover schon was angeboten hat, wie man ja so im Fußballdeutsch sagt. Also so erstens Räume, weil halt Hannover auch vielleicht mehr Interesse hat, auch Fußball irgendwie zu spielen, als jetzt manche andere oder andere Vertreter in der Liga. Und dann finde ich, sah der Club auch schon letzte Saison immer zum Beispiel besser aus, wenn er einen Gegner hatte, der selber auch Bock hatte, Fußball zu spielen und halt nicht jemand, der nur versucht halt knallhart irgendwie zu verteidigen oder so dermaßen alles kaputt zu pressen, dass quasi kein Spiel entsteht. Aber mehr als Ansätze sah ich nicht. Ja, es war das Problem, dass diese 7 hinten gemeinsam mit Reichert im Tor ganz gut verteidigt haben. Also Hannover hat. Ja, in der Anfangsphase, also Kopfball, Trisoldi. Ne? Genau, da klärt Reichelt zur Ecke, dann nochmal ein Gang kam, auch mit dem Kopf wieder Reichelt zur Ecke und Reichert. Sowas. Reichert. Das habe ich heute schon im Text falsch schreiben wollen, dann ist es mir gerade noch eingefallen. Ich nehme Steichele. Ja, wahrscheinlich. Reichele. Reichele. Nee, bester Nürnberger im ersten Durchgang. Das Problem war, dass die 7 hinten vollkommen abgenabelt waren von den 3 vorne, nämlich Justwan, Schleimer und Emreli. Und den 3 dann auch noch jegliches Tempo gefehlt hat, sodass diese, wenn mal Balleroberungen waren, dann war es halt jedes Mal so, dass Justwan irgendwann abdrehen musste, weil er gesehen hat, erstens, ich komme nicht vorbei an den anderen, weil ich zu langsam bin und sonst ist einfach keiner mehr da. Und deshalb checke ich, dann hätte man vielleicht noch mindestens einen schnellen Spieler gebraucht, wie Okunuki oder sowas, den man auf dieser schrecklichen Taktik irgendwie, aber verständlichen Taktik, wenn es sowieso scheiße läuft, dass man sich dann nur noch hinten ranstellt, dann muss man schon konsequent durchziehen und dann wirklich so Außenseiter-Fußball spielen. Aber man muss ja sagen, wenn dieser blöde Elfmeter nicht passiert, der jetzt auch vollkommen nötig ist, ein Elfmeter irgendwie nie, aber sehr, sehr tollpatschig war, da gehst du vielleicht mit dem 0-0 hier raus und dann sagst, naja, Pragmatismus, aber du hast den Punkt bei der bislang stärksten Heimmannschaft mitgenommen. Schön war das nicht, Gottes Willen. Also, aber ich glaube schon, dass das der Plan war. Also, wenn man Miro Klose in der PK gehört hat, also hat er mehrmals betont, wie haushoher Favorit Hannover ist und wie stark die zu Hause sind. Ja, und ich nehme noch nie, jemand hat diese Clownsmannschaft so stark geredet. Ja, und gleichzeitig die eigene Mannschaft geschrumpft. War das war jetzt meine Frage gewesen, war es jetzt eine taktische Ausrichtung, weil Hannover bislang sehr heimstark und weil man sich darauf eingestellt hat? Oder ist es tatsächlich jetzt, dass Miroslav Klose sich gedacht hat, okay, es funktioniert gerade nichts, ich stelle jetzt knallhart defensiv auf, um mir selber vielleicht dadurch Zeit zu erkaufen? Das ist ja oft so, wenn nichts geht, dann sagst du, du musst halt erstmal zumindest hinten stabil stehen. Und ich war jetzt nicht in Hannover, ich habe jetzt auch noch keine großen Stimmen gelesen, aber ich würde viel Geld darauf wetten, dass irgendjemand gesagt hat, unser Plan war, stabil erstmal zu stehen und nach vorne Nadelstiche zu setzen. Das hat mit Sicherheit irgendjemand gesagt. Und dann nur Stuhl zu sägen und und in Ansätzen ist uns ja das gelungen oder so, was es natürlich nicht ist. Aber wir könnten ja mal ein Theaterstück aufführen, zum Beispiel im Kostenhof in einem Theater und könnten da mal einfach quasi schon Pressekonferenzen oder sonstige Dinge vorab einsprechen. Bestimmte Situationen und Spiele. Für mich war es ein klassisches 0-0 Spiel, mit dem beide hätten leben können. Das Ziel war, erst einmal gut zu stehen. Das haben wir hinbekommen. Wir haben teilweise auch gut hinten herausgespielt, aber nach vorne entweder die falsche Entscheidung getroffen oder es zu kompliziert gemacht und nicht den direkten Weg zum Tor gesucht. Dann war Hannover wieder sortiert. Robin Knoche. Mhm. Du kennst dich aus. Uli. Ja. Zweite Halbzeit. Fand ich dann ein bisschen besser. Aber man kommt halt von ganz unten und dann freut man sich schon, wenn mal so ein bisschen Spiellust da ist. Also wirkliche Chancen habe ich das Spiel so mit einem Auge verfolgt. Jetzt nicht notiert, mal so ein Justwan-Solo im ersten. Das ist auch so ein Running Gag. Ja. Ich habe das Spiel mit einem Auge verfolgt. Das ist der einäugige Podcast. Aber unter den. Außer diesen Justwan-Solo, der dann rechts vorbeischießt.
War nicht wirklich viel, ne? Nee, ich habe mir gar nichts mehr aufgeschrieben. Gar nichts mehr. Und dann ganz am Schluss. Also ich habe dann auch irgendwann aufgehört aufzuschreiben. Aber ja. Aber trotzdem hat man in der zweiten Halbzeit dann schon das Gefühl gehabt, dass Hannover jetzt auch nicht mehr die ganz großen Ideen entwickelt. Ja. Und deswegen sage ich, es nur null ausgeht, aber ja. Wäre das denn tatsächlich ein Fortschritt gewesen? Weil es heißt ja immer, du brauchst Leistungen und dann kommen irgendwann die Ergebnisse. Wäre das 0-0 nicht nur ein weiteres Ergebnis gewesen und wieder eins ohne Leistung? Oder sagen wir, dass eine Siebener-Kette gegen einen Pups-Zweitligisten 78 Minuten lang okay verteidigt, ist schon eine Leistung. Naja, jetzt sind wir halt doch langsam in der Situation, wo halt dann die Punkte auch schon wieder nicht so ganz unwichtig sind, unabhängig von den Leistungen. Und ein Punkt in Hannover hätte jetzt auf jeden Fall gut getan. Also ich gebe ja Klos insofern recht, ja, die haben alle ihre Heimspiele gewonnen bislang, unter anderem gegen HSV und sicherlich eine der Mannschaften, die da oben ein bisschen mitreden werden in der Saison. Da hätte man jetzt mit einem Punkt, mit einem 0-0 schon leben können. Hätte man sich jetzt nicht dafür schämen müssen, auch wenn man sich so ermauert hat. Ich finde halt, auch wenn es natürlich... Ja, Entschuldigung, dass du in dem Spiel... Unterbrich mich gerne. Ja, mache ich jetzt einfach mal. Dass du jetzt in dem Spiel nicht gerade anfängst, spielerisch zu glänzen und plötzlich alles funktioniert, das war ja klar. Ja. Ich meine, das wird auch gegen Münster nicht passieren, aber... Ja, schön. Ich finde halt, das ist ja auch eine beliebte Phrase immer, dass dann in dieser Liga jeder jeden schlagen kann. Das stimmt aber wirklich, das sieht man in diesem beschissenen Tippspiel. Diese Liga ist untippbar. Das sehe ich anders. Ja, so weiß. Auf Platz 1 war ich zumindest noch bis zum Nachmittag. Ich habe keine Ahnung, was jetzt bei rumkam. Aber das wird immer gern gesagt, vor allem dann, wenn Trainer quasi die eigene, vielleicht eher schwächere Leistung stark reden wollen oder wenn sie vorher ein bisschen tief stapeln wollen oder so weiter. Wenn man die Ergebnisse anschaut, die wir ja vorhin auch so genannt haben, es ist tatsächlich recht wild, nur beim Club sehe ich gerade absolut nicht, dass der dann einfach mal gewinnt gegen irgendwen. Also er hat schon gewonnen in dieser Saison, aber... Also es Dinkeck habe ich heute ein paar Mal gelesen, es ist eine Liga, in der jeder gegen Nürnberg gewinnen kann. Es war zum Beispiel auch letzte Woche Hertha, da hat ja Miroslav Klose danach auch, wurde gefragt, kann ihre Mannschaft momentan mit solchen Mannschaften wie Hertha, die punktgleich übrigens angereist sind, einfach noch nicht mithalten. Und er hat gesagt, ja, also das, da können wir uns noch nicht messen. Das ist okay. Hertha hat heute wie viel gegen Elversberg verloren? 1-4. Was im Umkehrschluss heißt, wir können uns an den Mannschaften wie Elversberg messen. Und dann ist natürlich schon irgendwann mal die Frage, mit wem messen wir uns? Und Elversberg hat wiederum gegen Ulm verloren, gegen die der Club. Also was? Das ist eine Matrix. Ja. Ja, ich war eher bei Ulis Strang der Erzählung. Nämlich? Ja, du hast es wieder ein bisschen kaputt gemacht, dadurch, dass Elversberg gegen Ulm verloren hat und Ulm, das heißt, der erste FC Nürnberg kann doch noch Spiele gewinnen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ist ja auch schön. Hm. Auch eine schöne Erkenntnis. Hm. Ja, der Elfmeter. Janni Serra. Tollpatschig hat Uli die Szene schon beschrieben. 75. Minute wird Janni Serra eingewechselt. Was man ist jetzt auch schon wieder seit wie vielen Spieltag ist das jetzt sein Comeback? Wann? Der war am ersten Spieltag, glaube ich, mal mitgespielt und dann. Schreib uns, wenn du Janni Serra bist. Wir haben deine Karriere ein bisschen aus dem Blick verloren. Aber ja, er kam, um vielleicht diese Nürnberger doch ein bisschen mehr Angriffsbemühungen des zweiten Durchgangs zu vergolden. Für Emre übrigens. Ja. Wie fand man den? Mir hat er ein bisschen Thomas Pekhardt-Vibes gegeben, weil er ständig irgendwo auf dem Flügel zu finden war und ich mir dann... Ich bin ja mal ganz erschrocken und habe gedacht, wer ist denn dieser Abwehrspieler, der da hinten rumkommt? Genau. Und dann sagt er auch das Kommentator, ja, Emreli ist weit zurückgeeilt, um sich den Ball zu holen. Ich dachte, oh, der ist aber wirklich weit zurückgeeilt. Also, ja, das, aber dummerweise war Sarah noch weiter zurückgeeilt. Und dann, versucht im eigenen Strafraum einen Ball wegzudreschen und drischt aber einen Hannoveraner weg. Das glaube ich, ein Pferd. Ein Hannoversches? Nein, ein Hannoveraner. Also, schreibt uns, wenn ihr aus Hannover... kommt oder irgendwas für diese Was wird Stadt aus Hannover, wenn die Scorpions nicht mehr sind? Mhm. Aber eigentlich eine ganz okaye Stadt, Hannover. Ich war da vor... Bitte was? Ein, zwei Jahren mal. Bitte was? Und bin dann vom Hotel, das in der Bahnhofnähe war, zum Stadion gelaufen. Und das war, da war erstens irgendein Stadtfest und zweitens haben die auch so eine Surfwelle relativ zentral gelegen. Das war eigentlich ganz... War jetzt cool. Übertrieben auch. Ich habe ja Freunde dort und gibt schon, die haben so eine Art Stadtwald.
Das ist ganz cool. Ja, und also, du kommst aus Paderborn. Nee, ich komme aus Nürnberg. Ja, aber du warst dann, dachtest dann, oh geil, aus Nürnberg erstmal nach Paderborn. Von 1 bis 3 dachte ich gar nichts. Ja, doch. Ja, seit ich jetzt letzten Februar fast gestorben wäre in Hannover, habe ich zu der Stadt ein sehr gespaltenes Verhältnis, muss ich sagen. Ja. Hannover wurde doch mal vor Nürnberg noch als langweiligste Großstadt im Spiegel-Ranking gewählt vor vielen Jahren. Oder, oder war es Nürnberg vor Hannover, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube Nürnberg vor Hannover, ich glaube Nürnberg war die langweiligste Großstadt. Ganz ehrlich, Hannover 96 ist ja übrigens so der FC Augsburg der zweiten Liga. Nee, na, dem würde ich widersprechen, weil ich finde, der FC Augsburg ist einfach, steht für sich als wirklich absolut abzulehnendes, was auch immer, so leid es mir tut. Die aber waren, wer will denn Hannover 96 sein? Was wollen denn die sein? Naja gut, die haben immerhin mal so irgendwann... Das ist eine Frage, die man dem Club auch immer stellt. Was will denn der erste FC Nummer eigentlich sein? Sie wollen das Spielzeug nicht von Martin Kind sein, dachte ich. Oder nicht? Oder nimmer? Die Kollegen aus Hannover von diesem Podcast da haben uns diesmal auch nicht gefragt, ob wir nochmal eine kleine Grußbotschaft aufnehmen, nachdem die letzte mit einem Kind muss weg geendet ist. Komisch eigentlich. Wahrscheinlich hocken die im Knast deshalb. Oder hören nichts mehr. Okay, Elfmeter, ja, ne? Also, ja, finde ich den blöd, aber... Blöd, aber okay. Okay. Das gefällt mir auch. Ja, guter Titel. Ja. Und dann war es verloren. Und dann habe ich gerade so da nochmal den Ticker aufgerufen und dachte mir, weil da war gerade aktuell keine Einblendung, keine Live-Einblendung im Radio. Und dann dachte ich, ah ja, naja, 1-0, blöd. Und dann kommt der Reporter, ja, sowas innerhalb von 2 Minuten, 2-0, ja was? Ja, Fehler im Nürnberger Spielaufbau. Janda, und dann Janda, glaube ich, ne? Ja. Wobei dann, ich fand, dass Janda das phasenweise gar nicht so Herr schlecht gemacht Janda. Hat. Herr Janda. Ja, ja, ich fand irgendwie nichts so wirklich phasenweise. Na, ich habe ja nicht gesagt, gut, nicht ganz so schlecht. Als sich hinten reinzustellen mit 7 Mann, dass ich, darauf komme ich nicht klar. Das ist nicht mein Kind. Das habe ich auch schon vor 3 Jahren hier, glaube ich, mal nach dem Spiel in Bielefeld, wo man sich so sehr kann man, 0-0 ermauert hatte. So sehr kann man nicht an seinem Job hängen, dass man dann so irgendwie, dann sagt man halt einfach, ja, bevor ich sowas mache, gehe ich von allein. Gehe ich baden im Maschsee. Ja. Ist der Maschsee aber in Hannover? War nicht so schlimm wie letzte Saison, wo es so gefühlt ein 11-0 war. Ja, in Hannover ist es immer gefühlt ein 11-0. Ich habe Angst. Sebastian Golotzi-Kloser klettert auf einen Stuhl. Ja, aber es reicht nicht. Ich dachte, ich kann da von da oben ein schönes Selfie machen mit uns drei. Aber wir sitzen so weit auseinander. Wir sitzen ungefähr so weit auseinander wie Offensive und Defensive des ersten FC Nürnberg. Wir könnten uns ja immer so positionieren im Podcast, wie die taktische. Das wäre schön. Wir könnten auch einmal 90 Minuten nur mauern hier drin. Gar keine Angriffe machen. Ja. Das haben wir noch nie geschafft. Nee. Das liegt nicht in unserem Naturell, das ist nicht unsere DNA. Wenigstens einmal haben wir knapp am Tor vorbeigeschossen in diesem Podcast. Ja, also 2-0 verloren. Und das war's jetzt. Dann können wir für heute, sind wir durch. Ich habe noch einen Gerch. Du meinst fußballerisch, ich habe noch ein paar Sachen, aber also okay, wir haben jetzt vorhin schon die Frage uns gestellt, wird Miroslav Klose auch gegen Münster Trainer sein? Ihr sagt beide ja, da wir hier Mehrheitsentscheidungen machen. Brauche ich meine Meinung nicht mehr. Was aber nicht meine, vielleicht nicht unbedingt meine gewünschte Meinung ist. Ich sage nur, was ich glaube, dass passiert. Was könnte denn noch sportlich passieren? Also klar, jetzt haben wir wieder Wochen sehr viel auch schon über den Trainer geredet, aber wenn ihr mal die Mannschaft seht und wir haben ja schon oft beschrieben, was es fehlt und so, aber was wären denn mal eure Vorschläge? Auch mal konstruktiv, nicht immer nur meckern. Ja? Weil wie sollte man denn ausstellen? Wer sollte spielen? Das Schlimme ist ja, dass du gefühlt alles schon mal durchprobiert hast und egal wer da gespielt hat, es war einfach schlecht. Also es ist ja auch nicht so, dass jetzt irgendein 2-3 Hoffnungsträger plötzlich aus einer Verletzung zurückkommen und du sagst, naja, wenn die jetzt alle da sind, dann... Haben wir aber gesagt bei Emreli. Ja. Also wir waren es glaube ich gar nicht, sondern die beim 1. FC Nürnberg waren es. Also wenn ich an die Vorbereitung zurückdenke, ist doch zum Beispiel Kaspar Janda eher einer, der vielleicht ein bisschen offensiver spielen müsste, als das heute der Fall war, oder? So von seinem, was er kann. Mir gefällt er tatsächlich auch immer da, wenn er so vor der Abwehr... Du hast doch gerade gesagt, dass es quasi belanglos war, seine Leistung. Habe ich gesagt? Mehr oder weniger. Ja, da war ja alles belanglos, aber... Ja, grundsätzlich weiter vorne, aber ich finde, im defensiven Mittelfeld ist er auch okay, weil er da ein bisschen
ja, ich will es nicht sagen, aber so ein bisschen pressingresistenter als Florian Flick ist. Ja. Der jetzt wahrscheinlich aber wieder gegen Münster spielen muss, weil ja Jens Kastrup sich durch Ball wegschlagen. Die fünfte gelbe Karte. Habt ihr da in der Saisonspende irgendwas auf Jens Kastrup dieses ja, Mal? Ja, ich habe irgendwas, ich muss mal nachschauen. Ich habe meine gerade völlig vergessen. Ich leider auch, ja. Aber das kann man ja nachschauen unter Saisonspende. Ja. Im Moment ist wirklich wenig, was Hoffnung gibt. Bezeichnet war, dass der erste FC Nürnberg letzte Woche vom Training getwittert hat. Eine Sequenz, eine Videosequenz als Service für die Anhänger. Und man auf dieser paar Sekunden langen Videosequenz einen Fehlpass an den anderen sich reinzieht, sodass nach einigen Anmerkungen von Twitter-Menschen, die noch bei Twitter sind, ob das ihr Ernst ist und ob sie wirklich glauben, dass das jetzt so eine geile Idee ist, der erste FC Nürnberg diesen Tweet wieder löschen musste oder gelöscht hat oder löschen zu müssen dachte. Es war nur, um Hannover 96 zu verwirren. Genau. Ja, du sagst, wenig das Hoffnung macht, aber wirklich jetzt mal konkret, was seht ihr da, ist das jetzt mit den drei Innenverteidigern quasi, ist das vielleicht besser, weil man zumindest vom Spielaufbau ein bisschen ja, also besser aussieht? Ein Heimspiel gegen Münster brauchst du so nicht angehen. Also da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ja, ich fand auch, das heute war dann tatsächlich... Ich sag Pragmatismus irgendwie, wir versuchen uns da bei dieser Übermannschaft der zweiten Liga einen Punkt zu ermauern. Ja. Aber also A, musst du gegen Münster jetzt einfach gewinnen und B, solltest du gegen Münster auch halt irgendwie so einen Hauch von Dominanz ausstrahlen. Okay, jetzt nochmal konkret. Ja. Also weniger Verteidiger, ja, alles klar. Aber trotzdem das System eher 4 hinten auf einer Linie oder 3 und dann 2 auf außen. 2 Stürmer, das ein Stürmer. Das will ich nie wiedersehen mit den 3ern und den 2ern. Also diese Fünferkette auf keinen Fall. Ich bin, wenn, dann eine Dreierkette mit Florian Flick im Zentrum, das finde ich okay. Und dann hast du aber wieder das Problem, dass dann Robin Knoche schon wieder auf einer Position spielen muss als rechter oder linker Innenverteidiger, die ihm jetzt da bislang in der Saison auch noch nicht so wirklich liegt. Und ich finde auch für diese Dreierkette, die ja dann Fünferkette immer wird, sind beide Außenspieler, also sowohl Soares als auch Villassen, nicht so ideal. Soares überhaupt nicht. Und Villassen könnte das vielleicht, aber der wirkt sehr fahrig, auch heute wieder. Ja, aber der versucht wenigstens mal nach vorne zu kommen, während Danilo Soares weiß, wenn er auch nur die Mittellinie überquert, dann wird er überlaufen. They never come back. Und deshalb will ich das nicht mehr sehen. Also dann entweder eine Alternative für Soares. Jetzt rede ich schon wieder. Ich rede die ganze Woche nur über Fußball. Das nervt mich. Ich möchte es noch ein bisschen weiter haben. Ja. Wolfgang Lars hat über die Linksverteidigerposition geschrieben unter der Woche. Vielleicht mal was wagen und jemanden Jüngeres. Hast du nicht gibt. Über die Linksverteidigerposition geschrieben? Nee. Echt? Nee. Mal der Wolfgang. Wolfgang. Drei Linke. Aber letztendlich habt ihr alle schon mal irgendwann über die Linksverteidigerposition geschrieben. Wir haben alles schon mal geschrieben. Wir haben schon lange nicht mehr über Enrico Valentini. Doch, ich vor ein paar Wochen. Ja. Den könnten wir mal wieder fordern. Unverzichtbar habe ich da geschrieben und zack, seitdem hat er, glaube ich, keine Minute mehr. Aber das ist ja das Frustrierende ist ja gerade wirklich, dass man das Gefühl hat, es ist eigentlich komplett egal, welche 11 jetzt da draufstehen und ob das jetzt mit Dreierkette oder Viererkette ist. Ja, das glaube ich eben nicht, aber da müsste es ja meiner Meinung nach Änderung auf einer anderen Position geben und dann aber die Frage ist, ob diese Mannschaft besser Fußball spielen kann und sie es eben gerade nicht kann aus Gründen oder ob sie es einfach nicht besser kann. Ich fordere jetzt also einfach irgendjemand mal. Hat geschrieben, da könntest du auch Pep Guardiola an die Seitenlinie stellen, die sind halt nicht besser. Das ist halt diese große Frage, die man sich stellen muss, sind sie nicht besser oder holt man gerade nicht das Optimum heraus aus dem Kader? Ich bin bei zweiterem, weil also wir können jetzt noch so oft darüber reden, über den großen Umbruch und alles, aber es gibt auch andere Vereine, die haben relativ große Umbrüche, vielleicht nicht in dem Sommer, aber irgendwann haben sie die gemacht und sahen danach trotzdem besser aus. Ich habe ja auch geschrieben, gegen Hertha waren 7 Mann in der Startelf vom letzten Jahr. Das, also auch das und rein, wenn man die Spieler jetzt anguckt, man kann ja dann immer bei jedem nochmal einzeln das dann anders bewerten, aber der Club ist jetzt immer noch nicht der finanziell schwächste Verein dieser Liga und man müsste meinen, dass das Personal, das da ist, zu mehr imstande ist.
Und klar, mit jeder Niederlage oder jedem weiteren schlechten Auftritt ist natürlich klar, geht auch so eine Stimmung in so einer Kabine wahrscheinlich irgendwie runter, schwindet das Selbstbewusstsein und all das. Das kommt natürlich dann irgendwann noch dazu. Aber trotzdem glaube ich, dass da mehr drin sein müsste. Ich bin ab jetzt für ein 4-2-3-1 und einen Trainer, der es überzeugend vermitteln kann. Warte mal, ich zähle gerade durch, sind das dann? Habe ich jetzt mehrmals wie gemacht. Achter, wie viele Achter hast du denn da aufgestellt? Und Julian Lustmann, deshalb da in dem System dann in einer zentraleren Rolle von mir aus hinter ihm tatsächlich wieder Janda und der gesperrte Kastrop. ja, und Emreli, der entweder mal vorne bleibt als zentraler Angreifer oder dann halt wieder Lukas Schleimer, aber Justwan mal in eine zentralere Position zu bringen, fände ich schon mal keine so ganz schlechte Idee. Meine Saisonspende ist 1 Euro pro Sieg, Männer und Frauen. Naja. 10 Euro für Sieg im Geburtstagstrikot gegen Elversberg. 10 Euro ist aber wenig. Naja, fürs Geburtstagstrikot 40 Euro, wenn der Club Männer und Frauen ohne Trainerwechsel auskommt. 50 Euro bei Ausstieg Männer und oder Frauen. Das heißt, wenn ich das jetzt so zusammenrechne, zahlst du am Ende ungefähr 57. 16 Euro 10 oder sowas. Ja. Ja, das ist ja wirklich die... Ja. Warte mal, wer geht da leer aus dieses Mal? steht hier nicht, aber ich glaube, ich habe irgendwen benannt. Aber ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Schreib uns. Bomber. Manolo. Ja. Das ist ja wirklich, da kannst du, glaube ich, noch mal ein bisschen nachbessern. Ja. Ne? Also ich finde, über 50 Euro sollten wir schon kommen bei der Saisonspende und das sehe ich da. Ich sag mal so, wenn ich. Da kriegst du ja noch Geld zurück. Ja. Ich sag mal so, ich lege noch einen Hulli drauf, ja. Wenn ich nicht völlig die Nerven verliere in der Saison. 30 Euro für jedes Kopfballtor von Jan Reicher. Ja, genau. Da werden Sie sich wundern bei Sea-Watch, wenn Sie nach der Saison plötzlich 2000 Euro an den Golotzi überweisen müssen. Zieh die Flüchtlinge doch mit einem Schlauchboot aus dem Mittelmeer, Freunde. Ach, bitter, ey. Ja. Wirklich bitter. Soll ich was Schönes mal zur Abwechslung erzählen? Letztes Wochenende war ich ja in Düsseldorf und es war überraschend schön. Ja. Wie fandet ihr es denn immer, wenn ihr dort wart bei Auswärtsfahrt? Hast du dann auch immer Düsseldorf gesagt, wenn du dich von einem Düsseldorfer oder einer Düsseldorferin verabschiedet hast? Nee. Aber Bundesgartenschau sage ich ja sehr gern. Ja, okay. In Düsseldorf fand ich es, im Stadion verlaufe ich mich regelmäßig, ja. Aber das geht uns allen so. Und das haben wir, glaube ich, auch schon zu oft hier erzählt, Entschuldigung. Aber es gibt da, wenn man vor allem bei Abendspielen dort übernachten muss, gibt es eigentlich ein ganz cooles Hotel direkt am Rhein und in der Nähe der Arena. Und da lässt sich es dann immer ganz gut nach dem Spiel noch ein Bier trinken. Grüße an Kollegen Jablonka, mit dem ich das mal getan habe dort. Ansonsten von Düsseldorf, ich bin einmal auch als Stefan Jablonka dabei war, mit ihm so ein bisschen durch die Stadt gelatscht. Ich fand's überraschend gut. Also tatsächlich so. Relativ kurze Wege dafür, dass es dann doch ja, zumindest von der Einwohnerzahl, relativ groß ist. Und ich hatte immer so dieses Vorurteil von halt irgendwie Kö und alles sehr posch und so. Und das gibt's natürlich schon auch. Aber gerade auch so diese zwei Kunstmuseen dann so am Rhein irgendwie. Und viel Grün drumherum und ja. Also ich war ja vorher im Daumen, ein japanisches Wochenende zu machen. Das war auch schön. Ja. Lecker israelisch essen waren wir auch noch. Klassiker. Willst du wieder irgendwas zum... Nee. Nee. Ich glaube, die Leute warten ein bisschen, drauf. Aber... Nee. Du hast doch da immer so einfache Lösungen. Irgendwie. Und im... wie heißt das? Im Aquazoo oder Aqua... Ja, doch wahrscheinlich Aquazoo waren wir, damit das Kind auch mal noch was anderes sieht, außer japanische Gärten und solche Sachen. Und da gab es noch sehr schön, um da kurz mal wieder völlig abzuschweifen, da war auch historisch eingeordnet so
Videos, die ersten Unterwasservideos und so und die ersten Taucher, die dann da quasi so Tieraufnahmen gemacht haben. Und da gab es dann viel Material von Hans Hass, der, glaube ich, Österreicher ist und so diese ersten Videos dann mit Haien und so weiter gedreht hat. Das war sehr abgefahren, weil das halt, das war so kurz nach dem Krieg, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und da war halt dann immer so, und dann tauchten wir mit unseren Kameraden unter Wasser. Mit unseren Kohorten unter Wasser und sahen einen Haifisch. Und dann kamen da wilde Gesellen, sie schmissen Dynamit und jagten die Fische in die Luft. Und dann, und es war, ich saß da und dachte mir, boah, krass. Einfach nur krass. Aber Hans Hass noch mit bester Stimme aus dem Dritten Reich erzählt von seinen Experimenten unter Wasser und so weiter. Also, puh. Abgefahren. Gefällt mir. Hat mich jetzt null interessiert, aber Hans Hass wird auch im in deinem Gedächtnis im Podcast-Titel eine Rolle spielen. Das ist diesmal die komplizierteste Übung, nachdem dieser Podcast uns so dermaßen in die Hose geht, aber der Folgentitel muss trotzdem geil sein, nachdem wir letzte Woche wieder ein paar ZuhörerInnen dazugewonnen haben, wie unsere Statistiken zeigen. Und das den Flow müssen wir jetzt beibehalten. Und deshalb braucht es einen guten Folgentitel. Ich erwähne nochmal Harald, um mal dieses Trainerthema und vielleicht das Sportliche abzuschließen. Er hat uns, glaube ich, haben wir das nicht schon? Das andere, was er geschrieben hat oder was ich jetzt ihm zugeordnet habe und jemand anders geschrieben hat, aber Harald hat definitiv, das habe ich notiert, quasi die Frage in den Raum gestellt, hat sich Miroslav Klose übernommen? Also er meinte, vielleicht ist er ja jetzt kein schlechter Trainer, aber vielleicht hätte er sich nicht so einen traditionsreichen Zweitligisten jetzt nach seiner bislang überschaubaren Trainerkarriere aussuchen sollen, sondern vielleicht. Er hat ja sich nicht den Club ausgesucht, der Club hat ihn ja eben sich ausgesucht. Ja, aber er auch, weil er musste ja schon auch, glaube ich, zusagen. Oder meinst du, er ist einfach wirklich verhaftet worden? Nein, aber er hat ja mal bei seiner Antritts-PK ja gesagt, dass er halt sehr gelangweilt daheim auf dem Sofa rumsaß und gewartet hat, aufs Telefon gestarrt hat, dass jetzt irgendjemand anruft. Ja, dass er endlich. Wenn jetzt der SV Sandhausen angerufen hätte, dann. Hätte halt SV Sandhausen angerufen. Ja, aber vielleicht wäre es halt besser gewesen, wenn der SV Sandhausen ein Drittligist oder ein ambitionierter. Aber der ist halt nicht auf die Idee gekommen, Miro Klose zu verpflichten. Die haben ja Jens Keller. Oder haben die den überhaupt noch? Nee, ich glaube, Jens Keller ist. Naja, keine Ahnung. Wer weiß. Ja. Der wird uns noch rechts überholen. Der Jens Keller mit SV Sandhausen. Eieiei. Können wir jetzt aufhören? Felix Wenzel. Ja, schau. Ja. Jetzt haben wir nur lang genug geredet. Wieder bekommt er einen mit. Das sind Studenten, da stinkt's nach Shit. Stupid Git. Auf dem Küchentisch ein Gedicht von Patti Smith. Er geht zu Garage Band und macht einen Hit. Entschuldigung, dass ich mal wieder so. Aber das ist jetzt wirklich sehr spontan. Er geht zu Garage Band und macht einen Hit. Wenn man kein Trainer ist, dann ist man vielleicht kein Trainer. Ich hoffe, du merkst, ab jetzt wird es Herbst. And I hope you look as I fill my book. What a waste of wood. Vielen Dank, Felix. Just in time. Wenn man kein Trainer ist, dann ist man vielleicht kein Trainer. Schreibt er. Auch ein schöner Folgentitel. Ja, den nehme ich. Heute keine Inhalte, dafür mal wieder 27 Folgentitel. Ich fand, das fällt mir auch gerade noch ein, ich fand es sehr schön, Uli, du warst ja in der Pressekonferenz vor dem Spiel und dann hast du die schöne Frage gestellt, weil, glaube ich, Miroslav Klose was erwähnte mit, naja, man muss die Stärken mehr herausarbeiten und du hast, glaube ich, gefragt, was sind denn eigentlich diese Stärken dieser Mannschaft, weil bisher hätte man die noch nicht so wirklich gesehen. Das hast du dich getraut? Echt? Ja. Da warst du aber ganz schön auf Krawall gebürstet. Ja, aber hallo. Da hast du am Stuhl gesägt und Messer gewetzt gleichzeitig. Ich weiß gar nicht mehr, was er darauf geantwortet hat. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, irgendwas, die Performance Hannover, muss dann stimmen. Das war die Frage mit, ob sie sich auswärts leichter tun als zu Hause. Da hat er gesagt, sie wollen auswärts und daheim die Performance sehen. Ich kann mich bloß daran erinnern, dass er mehrmals gesagt hat, dass Hannover der Favorit ist, glaube ich. Das ist so bei mir. Das war mein Learning aus dieser Pressekonferenz. Sind eigentlich, weil ich habe sie dann auch angeschaut und hatte sehr Hunger dabei, sind eigentlich diese Brezen, die dann da immer vorne hängen, sind die eigentlich echt und frisch? Ja, die sind echt. Die kann man auch nehmen. Und frisch. Ja. Also da hängt jetzt nicht seit der ersten PK die Brezel dran, sondern nee. Die werden regelmäßig ausgewechselt. Vor allem, weil wir sie regelmäßig aufessen. Auch. Zumindest im Stadion. Aber jetzt muss man nicht mehr so drum kämpfen. Also bei Christian Fjell, der hat ja nach der PK immer alle Brezen eingesammelt. Wirklich? Ja, ja. Und hat die seiner Mannschaft mitgebracht. Echt? Ja.
Da muss bei der Ei, könnte ich auch noch eine. Also, ich glaube, so eine Breze ist doch wirklich auch wirklich die absolute Anti-Ernährung, oder? Wenn man ein Leistungssportler ist. Ja, ich glaube, Laugenbrezel ist nicht so. Echt? Aber. Oh, jetzt haben wir Uli, Willi, jetzt habe ich einen Uli. Wenn ich mir einen Tag gesund ernähren will, dann kaufe ich mir eine Breze. Ja, ich glaube, jetzt haben wir das Geheimnis gelüftet, warum es in der Rückrunde letzte Saison bergab ging, weil die einfach zu viel Brezen gefressen haben. Ach, schön. Apropos Ernährung, da kommt mir noch was. Da kam nämlich eine Mail ins Postfach. Vom Steichele jetzt gerade, die uns live zuhören. Ja. Kriegt ihr das auch? Ich weiß nicht, wie ich in diesen Verteiler gekommen bin von irgendwelchen Agenturen, die, glaube ich, ihre Texte loswerden wollen. Und da kam eine Mail. Das sind immer so Umfragen und da entdecken sie dann irgendwas Überraschendes. Also wussten sie, so und so viele Bundesligaspieler tragen rote Unterhosen oder sowas. Und diesmal kam, hier sind einige interessante Erkenntnisse aus der aktuellen Umfrage unter 1000 deutschen Amateursportlern. 8 von 10 Sportlern trinken Alkohol, 40% rauchen und über 54% geben zu, verkatert zu trainieren. Mhm. Dachte ich mir, ja, klingt realistisch, oder? Wie habt ihr so früher gehalten? Wie? Verkatert, Sport machen. Ja, bestes. Bestes. Ja, vor allem, als man dann Sonntag früh noch um 10.30 Uhr gespielt hat, war das manchmal schon grenzwertig. Mehrere Menschen haben mir auch geschrieben, dass Bruce Springsteen super ist. Hm. Das ist in der etwas sonderbaren vorletzten Folge ist das dann auf der Strecke geblieben, dass mir unter anderem Markus geschrieben hat. Das hast du erzählt. Habe ich dir dann noch erzählt? Ne, das hast du im Podcast auch erzählt. In einem Teil, den man auch hören kann, öffentlich. Ach so. Ich glaube nämlich nicht. Ah, das könnte natürlich sein. Der fehlte. Also der hat mir geschrieben und jetzt hat mir noch uns Matthias geschrieben, der auf Clubfans Reunited auch Kommentare verfasst. Und der wünscht sich eine Kadepp-Sonderfolge, warum Bruce Springsteens Lieder so wunderbar zum Club passen. Könnt ihr das einrichten, ihr zwei? Ihr macht das ja so, als seid ihr... Doktorarbeit drüber schreiben. Wahrscheinlich, ja. Öffnen dürfte Uli die Playlist wahrscheinlich mit Badlands oder Dancing in the Dark. Ja, mit Born to Run würde ich jetzt nicht eröffnen. Ich lache einfach mit, ohne dass ich eine Ahnung habe, aber ja. Sind wir heute mehr gelaufen als der Gegner? Hat jetzt schon mal jemand nachgeschaut? Es war irgendwann, habe ich tatsächlich mal nachgeschaut, da war es tatsächlich so ausgeglichen. Es waren alle Statistiken erstaunlicherweise einigermaßen ausgeglichen. Naja, das ist doch, worauf man aufbauen kann. Nee. Nein. Nein, absolut nicht. Worauf man vielleicht aufbauen kann, ist das Rezept, das uns Christian noch unter der Woche in die Facebook-Gruppe von Kadepp gestellt hat. Das dürft ihr dort nachlesen. Er schrob Miro Kovadis FCN, the same procedure. Vielleicht hilft das dagegen oder doch nur für die Hörer. Hähnchen Cordon Bleu Hackbraten. Sorry, ich habe es noch nicht nachgekocht, aus Gründen. Ich bin, Hackbraten ist nicht so mein... Er hat wirklich eine sehr ausführliche Zubereitung auch geschrieben und so, also sehr schön, falls das mal jemand... Schreibt uns, wenn ihr es ausprobiert habt, und was dabei rausgekommen ist. Ich habe übrigens entgegen meiner Gewohnheiten, aber ich dachte mir auch, wenn ihr immer von euren Auswärtswürsten erzählt, die ihr da so esst, habe ich tatsächlich in der Arena Hohenlohe, weil es schnell gehen musste, habe ich eine Merlinswurst im Brötchen probiert. 100% Rindfleisch stand daneben. War eine Brühwurst wie viele andere. Vielleicht keine schlechtere davon, aber könnte jetzt nicht sagen, dass mich das zurückgebracht hat an die Fleischtheke. Kulinarisch gar nichts erlebt die Woche. Ich war beim Steichele, wenn ich das nochmal erwähnen dürfte. Und bin gestern grandios beim Versuch gescheitert, türkische Kohlrouladen zu machen. Mhm. Ja. Ist aber auch schwierig. Falls ihr gute Rezepte kennt, schreibt mir. Darf ich gleich? Ja. Und danach hören wir nochmal unseren neuesten Fan. Ja, gleich kommt diesmal von Tobias. Letzte Woche war es sehr schwierig. Oh Gott, habe ich den gemacht? Ja. Ah, Benjamin Lenze, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja. Spielte wann? Beim Club? Ja, ich habe schon total vergessen, was du dazu hast. Ach so, 2005 oder so. Ja, war nur eine Saison da. Okay. Welche Position? Abwehr.
Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, aber meistens Rechtsverteidiger. Ja. Ja, kompliziert, aber es gab wieder Menschen, die ihn erraten haben. Sein ist Bruder du war noch tatsächlich den, bei. Entschuldigung, ist na, du den Muffin eigentlich noch? Ich habe heute echt wenig Mittag gegessen, ich musste dann auf die Autobahn. Sein wie schnell Sascha werdet, Lenz mal bei Manchester United war, das hat viele dann verwirrt, dieser Hinweis. Wie schnell werdet ihr hangry? Gullnutze mit Energiezufuhr. Also, Moment. Tobi hat uns den geschickt. Der sechste Gleich von ihm. Sind mehr als ich bisher verfasst habe. Vielen Dank. Gleich fing in seiner Geburtsstadt, in der auch ein anderer späterer Clubspieler Fußball spielte, bereits in der frühen Kindheit mit dem Fußball an. Hier in dieser Geburtsstadt bekam Gleich auch seinen ersten Profivertrag. Zu einem Einsatz sollte es jedoch nicht mehr kommen, da er gleich danach in die heute sechstgrößte Stadt dieses Landes wechselte. Mit deren Fußballclub gewann er direkt den Pokal und stieg in die erste Liga auf. Diesen Club, mit dem er damals diese Triumphe feierte, gibt es heute allerdings nicht mehr. Nach nur einem Jahr wechselte der Gerch in die deutsche Bundesliga zu einem Verein, der in dem folgenden Jahr ein besonderes Triple holte. Er blieb in der gesamten Zeit ohne einen einzigen Einsatz für die erste Mannschaft und verbrachte mehrere Leihen im Ausland und auch in seinem Heimatland. Dort wurde er Meister und wieder Pokalsieger. Auf seiner letzten Leihstation wurde er nach grobem Foulspiel für 24 Spiele gesperrt. Das Strafmaß wurde im Nachgang dann auf nur 8 Spiele reduziert. Er wechselte auf eine Insel und debütierte direkt im UEFA Cup. Er entwickelte sich zum Leader-Mannschaftskapitän und war der erste Spieler seiner Nationalität, der in der dort höchsten Liga ein Tor erzielte. Der Gerch wechselte in dieser Saison aber zurück in die erste Bundesliga, in der der 1. FC Nürnberg sein bis dato bestes Saisonergebnis dieses Jahrtausends erzielen sollte. Weil er seinen Stammplatz verlor, wechselte der Gerch nach 2 Jahren innerhalb Deutschlands weiter. Dort allerdings konnte er sich auch dort nicht wirklich durchsetzen, sodass er noch für ein halbes Jahr zu einem Fußballverein wechselte, der eine besondere Verbindung zu Iron Maiden hat. Voller Tatendrang, ein Zitat aus der Pressemitteilung wahrscheinlich, wechselte er danach nach Nürnberg zum Club. In der Hinrunde noch Stammspieler, verlor auch hier in der Rückrunde seinen Stammplatz und stieg mit dem Club ab. Daraufhin wechselte er in ein Land, in dem sich aktuell viele ehemalige FCN-Spieler tummeln. Nach 1,5 Jahren wechselte er zurück in die deutsche zweite Liga zu einem Verein, der letzte Saison Champions League spielte. Nach einem halben Jahr war auch hier Schluss und so wechselte er zurück in sein Heimatland, wo der 61-fache Nationalspieler seine Karriere beendete. Heute ist Gerch Co-Trainer bei einem ehemaligen Europa League-Gewinner-Trainer. Boah. Ja, das ist schwierig, aber eigentlich ganz cool. Mhm. Klang auch spannend. Mhm. Spannende Vita. Ja. Also auch ein guter Gerch. Ich wär nicht drauf gekommen, ihn vorzustellen, aber ich sehe in ratlose Gesichter. Ja. Jetzt müssen wir wieder so lange reden, bis Uli Dickmeier dann doch noch irgendeinen raushaut, wie damals bei Frank Thür. Aber ich befürchte, das passiert nicht. Und da ich vorher schon keine Lust hatte und jetzt immer noch keine Lust habe, naja, doch ein bisschen Spaß hat schon gemacht. Oder? Wie ging es euch mit der Ausgabe? Wir machen am Ende immer noch so eine kleine Feedbackrunde. Selbstkritik. Wir hatten schon lange keinen Goller der Woche mehr. Wurde uns das nicht verboten, der Goller der Woche? Aber haben wir uns jemals an Verbote gehalten? Nee, stimmt auch wieder. Grüße an Klaus und Eduard. Oh. Geht schon weiter. Gleich. Nächste Woche treffen wir uns wieder hier. Oder? Ja, Frage ist nur wann, aber das müssen wir jetzt nicht on air jedes Mal ausbreiten. Ja. Uli, letzte Chance. Sonst würde ich nochmal unseren neuesten Fan einspielen. Alles klar, mach mal. Ja. Tschüss. Ciao. Hast du Bock, diese nochmal anzuhören? Nein. Auch nicht eine andere Folge? Nein. Ich meine, wir fahren noch ein Stück. Es war doch schon die zweite oder so. Ne, wir können uns, die haben 240 Folgen, wir können uns noch eigentlich die ganze Rückfahrt noch Cut-Up anhören. Ja, wir können die Rückfahrt einfach auch noch schlimmer machen, klar. Mehr.
Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.